Ja, wieder zurück bei Dishonored. Und wir haben gerade das Tor gesprengt und können jetzt ins Freie springen. In die Kanalisation. Alles klar. So. Jetzt sind wir hier schon mal in der feinen Kanalisation angekommen. Wie viele Leute hat er auf der Flucht getötet? Wer die Kaiserin umbringt, schätze ich wohl nicht um ein paar Wachen. So. Halt's Maul. Sieh dir das mal an. Hier unten war jemand. Vielleicht die Border Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut, mit etwas Glück erwischt Corvo eine. Hast du Angst? Geil. Ja, was ich mir in dem Spiel schon mal aufgefallen ist, die Ratten, die fressen aber auch wirklich die Knochen mit auf. Also die sind wirklich ganz viele Biester, die fressen gleich die Knochen mit auf. Das ist ja auch nicht mehr schlecht. Pass auf, jetzt sind wir noch da. Und nur die Waffe lassen wir liegen und ein paar Blutflecken. Die komischerweise ganz zum Schluss erst entstehen. Ja, ich starte mal eben meinen Wecker. Das vergesse ich immer, warum ich das immer in der Aufnahme machen muss. Ach, ist doch scheiße. Alles für den Arsch. Alles nur so ein dummes 0815 Let's Play hier. Stoppuhr und gut, damit wir auch sehen, wann dieses Scheiß hier wieder aufhören kann. So. Versteckte Ausrüstung. Ah ja. Dass der aber auch schon weiß, dass da eine versteckte Ausrüstung ist. You cannot kill the red Plash. Plash. Ja, Plash, glaube ich. Ja, wir können die Rattenplage nicht töten. So, die Leiche, die schmeißen wir in den See. Ah, Ratten! Oh. Dumme kleine Mistviecher. Ja, die haben uns schon mal jetzt ein bisschen Leben abgezogen. Und wir springen. Lecker! Wir schwimmen in der Scheiße der Königin. So, hier raus. So. Der Typ ist, würde ich mal sagen, auch tot. Wenn wir hier durchschwimmen mussten, darf der da auch drin schwimmen. So. Wir öffnen das Tor. So, ist hier noch irgendwas Nützliches? Ja, lauter Essen. Und eine Flasche. Noch eine Flasche und nichts Sinnvolles mehr. Gibt's hier noch was? Nee. Alles klar. Dann können wir jetzt wieder hier irgendwo gucken, was es so gibt. Hier auch nichts. Nee, dann gehen wir jetzt hier rein. Vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Auch nicht schlecht. Werfen jetzt einmal die Leichen durch den Brunnen rein. So. So, Rattis. Holt euch den leckeren Mann. Gut gemacht. So, jetzt greifen die uns nicht an, weil die ja mit dem Mann beschäftigt sind. Aber ein kleiner Spaß muss sein. Okay, jetzt haben wir nur sinnlos die Kugel verschwendet. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Rattenspieß. Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand.
Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Hä? Achso, F. Ah, alles klar. Jetzt können wir hier hochklettern. Ups. So. Und dann... No one will keep us from death. You cannot kill the Red Pledge. Ah ja, und eine Königin mit einer... Also, Totenkopf-Königin, würde ich mal nennen. Okay. Oh, was ist denn da? Oops. For rent. Projektilwerfer. Ah ja. Ein bisschen Zeug. Von den Hattenanbetern hier. Oh, hier oben war ich auch noch nicht. Auch nicht schlecht. Ah ja, ein Schraubenschlüssel. Können wir dieses Ding hier wegschieben? Nee, können wir nicht. Beute nehmen. Wir können hier lang. Aber ich gehe mal wieder runter. Hallo, ich will nicht. Ah, geht doch. So, nehmen wir alles Geld hier mit. Essen auch auf. Flaschen brauchen wir nicht. Nehme ich mal an. So. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Von hier. Nee, aber wir müssen irgendwie jetzt wieder da hochkommen. So. Noch ein Toter, der sich zu Tode gesoffen hat. Immer dieses Alkoholproblem in England. Na gut, in England, nun glaube ich ja doch eher nicht so. Da ist es dann in, weiß ich. Naja, egal. Ich kenne mich mit England eh nicht so gut aus. Vor allen Dingen nicht mit England im, weiß ich, 18. Jahrhundert. Wann spielt das hier? Oh, ich habe in Erinnerung, dass hier mehr von den Tränken waren. Aber nur einen gekriegt. Aber egal. Soll uns recht sein. Können wir nicht benutzen, aber wir können. Torschlüssel erforderlich. Seien Sie gegrüßt, Corvo, oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind die Diener des Kaiserreiches und der wahren Kaiserin. Eine Gruppe von Kaisertreuen, die sich sehr gerne mit Ihnen treffen würden. Nehmen Sie diese Waffen, für Sie aus den feinsten Materialien der Insel hergestellt. Und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel, der in der Nähe der Abflussrohre in den Frennhafen führen. Die in den Frennhafen führen. Zögern Sie nicht. Viel Glück und wir haben ein gemeinsames Ziel. Boah. So, erstmal nehme ich natürlich die Sonderausrüstung an. Ah, auch nicht schlecht. Eine Armbrust. Geiles Messer. Das Spielzeug haben wir jetzt bekommen. Frage ich mich gerade mal, können wir eigentlich auch irgendwo unsere Ausrüstung ändern? Und wenn ja, wie? Weil die Pistole, die können wir jetzt nicht einfach so weggeschmissen haben, nehme ich mal an. Oh, ja. Es wird uns gerade erklärt, da hätte ich es ja auch mal einfach aufpassen können. Oh, dieses Geräusch. Oh, das geht gar nicht. Au, 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 mein armes Ohr. So, Pistole, Armbrust, Armbrust, Armbrust. Okay. Wir nehmen die Armbrust. Jo. Hm, haben wir drei Armbrüste? Tatsache. Ja, mehrere Armbrüste. Ich nehme die Brandbolzen-Armbrust. Die müsste dann ja theoretisch mit Brandbolzen schießen. Na, nehmen wir lieber die, mit denen wir am meisten Schuss noch haben. Was ist das? Achso, Flasche. Okay, Flasche müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. So, das Ding lösen wir mal eben aus. Und dann
entschärfen das gleich mal. So, Essen, Lesen. Jelly, für den Fall, dass du zu dumm bist, dich zu erinnern, solltest du bei dem Whisky noch nach der Antwort suchen. Verstanden? Wenn du noch einen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden. Wenn nicht, dann komme ich nächsten Monat wegen dieser Sache erneut zurück. Ah ja. Wir können den Tresor nicht öffnen. Eine Kombination ist erforderlich. Wo man die jetzt herbekommt, ist die Frage. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht jetzt unser Ziel. Wir sollen ja zu diesem Samuel oder Samuel oder wie auch immer. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst so viel Lärm. Wir bewerfen die jetzt mit Flaschen ab. Und sie bemerken uns nicht. Das war wieder ganz typisch. Oh. Verarbeitetes Walöl. Hm. Okay, wir nehmen das Cola-Glas und schmeißen es dem Typ an den Kopf. Was war das? Oh, jetzt hat er uns bemerkt. Na endlich. Nee, oder auch nicht, aber er hat zumindest mal gefragt, was das war. Ich vermute, komm manchmal nicht. Tja. Ey, hörst du mal auch mit Steinen nach uns zu werfen? Oh, puh, hier wollte ich gar nicht runter. Stirb! So. Gut. Ich esse es mal, auch wenn wir keinen Schaden haben. Den Schaden in unserem Hirn mal abgesehen. Aber ansonsten sind wir eigentlich putzmunter hier. Ist hier irgendein Feind? Ja. Okay, ich denke mal, hier oben wäre es ziemlich gut. Das war ein bisschen früh. Ups, hier wollte ich gar nicht rein. Hallo, ich will da raus. Ich kann hier irgendwie nicht raus. Doch, kann ich. Ich kann alles. Sag mir doch noch mal, was... Okay, jetzt ist ja nur noch einer, das heißt, er kann sich keine Hilfe mehr holen. Attentäter, Hilfe! Oh, die immer mit ihrem Attentäter Hilfe. Also, die trage ich jetzt mal nicht weg. Den Aufwand mache ich mir jetzt nicht, aber eine Flasche kann ich noch irgendwie in meinen Kopf werfen. Ist hier drüben noch was? Sieht nicht so aus. Nee, auch nix. Auch nix, da ist was. Wir kriegen schon ziemlich viele Münzen hier. Wir müssen eigentlich bald mal ziemlich reich sein. Und wir können hier jetzt auch langsam mal raus. Und unser Samuel ist nicht mehr weit weg. Oder Samuel. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend. Hier drüben! Schnell, ich bin ein Freund! Ach, immer diese wunderschönen Lichteffekte. Oh, das ist doch... Seht doch nur, es ist himmlisch. Okay, gut. Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Na gut, alter Mann. Dann los. Gegner eliminiert, 14. Zivilist eliminiert, 0. Arme ausgelöst? Alarme ausgelöst, 0. Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt, 3. Allgemeiner Chaosfaktor gesamt, hoch. Niemanden getötet. Geist nicht entdeckt worden. Sonderaktion, keine Sonderaktion erreicht. Gefunden, Runen, nix. Knochenartefakte, nix. Sauzeller, nix. Okay,
Münzen haben wir 566 von 1010 möglichen. Der Outsider ist eine mythische Figur und weder gut noch böse. Das ist der Houndpits Pub. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Houndpits Pub. Okay. Neuer Tag, neues Glück. Und wir rennen einfach mal dem Samuel hinterher. Na gut, nicht ganz. Ja, die Texturen merkt man schon, dass ich sie nicht auf sehr hoch gelassen habe. Da drinnen arbeiten sie rund um die Uhr. Stoßen Sie dazu. Sie werden ihnen helfen, die wahren Mörder der Kaiserin zu finden. Alles klar. Ich guck erstmal das Schlüsselloch. Wir haben ihn gefunden. Selbst nach 6 Monaten gefangen. Okay, sieht sicher aus. Alles klar. Kein Wunder. So. Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lordregent alle Verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie, wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. Gut, dass Sie hier sind. Nichts gegen die anderen. Ich hab den mit einem Glas getötet. Im Ernst? Mit einem Glas. Oh nein. Wir haben nicht gespeichert. Und sind wieder am Anfang der Kanalisation. Ja. Also so viel dazu. Okay, nächstes Mal speichern wir einfach ganz oft. Okay, das muss ich euch jetzt glaube ich nicht antun. Hier kommt jetzt ein Cut, bis wir wieder... Ach nee, ich mache jetzt einfach hier mal ein Cut des Parts und damit bis zum nächsten Part. Wir sehen uns nächstes Mal. Adios.